Willkommen zurück hier bei Alan Wake auf der Suche nach den, ja, Hubschrauberschlüsseln hier in dem, nennen wir es mal, Rathaus. Und ich rede gar nicht weiter, sondern... Oh, ist das die SMS? Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Das ist genau die SMS und jetzt geht bei ihm die Lichter aus. Sehen wir das von hier? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist der Sprinter. Hä? Hat er sich ganz nach hinten verpisst? Haha. Das hat sich ausgesprintet. Was macht denn hier so Geklepper? Das ist ja ganz kürre. Ich geh wieder. Okay, dann nicht. Oh, yes. Oh, ein Sicherheitsraum. Huh? Ein super Sicherheitsraum. Hier geht's Licht an. Wunderbar. Bisschen Batterien brauchen wir nicht, aber... Blendgranaten. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Oh. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel. Und das hört die so. Shit, wir haben uns gar nicht überall umgesehen, verdammt. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Ja, nur weil er es reingeschafft hat. Ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Okay. Oh, das ist immer schick. Coole Sache. Trust no one in the dark. Ja, das haben wir schon so oft gelesen. Und zwar sehr, sehr oft. Aufgepasst, sie kommt! Ah, der Dicke. Oh. Ha, nichts mit Sprinten. Hallo? Lädst du nach? Danke. Davon ist eine Thermoskanne. Wir können nicht im Buch laden. Wheeler sollte hinten mit allen. Ruhe, verdammt! Oder ich rufe den Sheriff! Oh, hi, Doc! Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Ja, was, soll ich mich jetzt nicht wehren, oder was? Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Ich verstehe schon. Haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Ah. Sehr gut. Ein Moment, ich habe hier eine Thermosflasche. Sehr schön. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Gar nichts hier oben? Enttäuschend. Nicht mal eine Manuskriptseite. Schade. Oh, Batterien. Beinahe übersehen. Ach, hier, toll, direkt vor der Nase. Cynthias Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls. Markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Also wie ganz am Anfang vor, keine Ahnung wie viele Folgen gesagt, sie war es, die das alles gemacht hat für uns. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich sehe Barry nicht. Da, Wake, ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Der kann nicht warten, der Kerl.
Los, lauf, 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 lauf. Oh, warte. Okay. Da oben ist, scheint wenigstens noch Licht zu sein. Okay, können wir hier irgendwas auf der Bühne tun? Gar nichts. Schade. Ja. Was für eine doofe Frage. Natürlich nehmen wir das Jagdgewehr. Wobei, warte mal. 5 Schuss. Und hier haben wir 8 und... Oh, nee, Quatsch. Dieser viel, viel besser. So, Blendgranaten und zwar... Das ist Kracht. Leuchtpistolenmunition, jawohl. Also hier geht's gut ab. Jawohl, Revolver. Achso, wir sind voll. Okay, das bereitet uns alles auf einen riesen Kampf gleich vor, glaube ich. Hier ist sonst nichts mehr, alles klar. Ich komm. Passend. Ab in die Kirche, hä? Keine Schusswaffen. Sieht zumindest aus wie eine Kirche und da steht auch dran. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Dachte ich mir doch. Das war noch nicht alles. Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Herz. Okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den hier. Ich sehe sie nicht, aber das ist... Ach, scheiße. Was hast du denn jetzt eine Leuchtpistole in der Hand, du Depp? Ich sehe halt gar nichts. Okay. Feigling. Platt machen. Waffe wechseln. Da ist noch einer. Come on. Der hängt da hinten, hä? Oder da? Hasta la vista. Oh, wir können gar nicht mal nachladen. Okay. Aber es scheint, als hätten wir alle erwischt. Sehr gut. Noch eben nachladen. Batterien mitnehmen. Okay, ist offen. Na los, Wake. Warte, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir haben 5 Schuss. Und da liegen auch nur 5 Schuss in dem Jagdgewehr. Ja gut, dann lassen wir's. Brauchen wir nicht mitnehmen. Sehr gut, ich hoffe. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Gott sei Dank, ja. Und was haben wir denn hier? Das dunkle Jagdwake. Ja, das ist nichts Neues. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Da fällt mir spontan ein, Gott sei Dank haben wir den Schwierigkeitsgrad so gelassen, wie er jetzt ist. Teilweise hätten wir das sonst nicht überlebt. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Oh ja, klar. Ja, der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Richtig. Oh, jetzt haben wir wieder Munition. Sehr schön. Okay. Super hier unten. Dunkler geht's ja gar nicht mehr. Sie haben das Recht zu schweigen. So
Nice. Gutes Teamwork, meine Damen. Sehr gutes Teamwork. Okay, irgendeine Tür ging jetzt gerade auf oder zu. Hä? Okay, irgendwelche Soundkulissen. Da geht's raus, aber... Okay, das ist nur der Ofen. Da ist sonst... Ist hier noch was? Nein. Okay. Da, Ausgang. Schnell, schnell, schnell. Oh! Haben Sie den Notruf gewählt? Nein, habe ich nicht. Wow! Der hat wohl das Licht gesehen, hä? Ha! Wie sieht der denn aus? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann! Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Alter Barry. Awesome. Awesome Auftritt. Oh, da hat's hier hoffentlich wieder gutes Zeug. Ja, ging schon mal besser. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Genau. Okay, etwas übertrieben. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistgard. Ja, Flamme im Auge von Mordor. Sehr, sehr cool. Alice wird im Dunkeln gefangen. Oho. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Okay, das ist ein gutes Manuskript. Also eine gute Seite auf jeden Fall. Jetzt sind wir sogar zu dritt hier. Bin gespannt, wie das hier gleich abgehen wird. Wenn man schon drei Leute hat. Wenn du deinen Schulbus vor den Latz knallst und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Knightsbridge. Ein Moment. Leute? Und Barry hat nix. Ah, er kann nur leuchten. Aber ist auch gut. Das reicht doch vollkommen. Dann kriegen wir die noch schneller ausgeschalten. Oh, der ist schon wieder. Alter, der hält ja was aus, ey. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Warte, 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 hier. Nix drin. So Leuchterketten bräuchte ich auch. Oh, wir sind da. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Das war klar. Sie sich. Ich will hier endlich weg. Da liegt noch was. Batterien? Ja. Naja, gut, kann ich nicht nutzen. Wir haben zwar Scheinwerfer hier, aber die werden wahrscheinlich bald ausfallen, so wie ich das Spiel kenne. Ist das eine Tablette? Zum Hubschrauber gelangen. Ja, bin ich ja. Aber kann ich hier rein? Nein. Okay, kann ich nicht. Da ist auch nichts mehr. Wahrscheinlich müssen wir das jetzt verteidigen.
kriegen sie nie zurück. Wir sind noch nicht da. Heilige Scheiße. Ah! Hallo, ich drück wie ein Irrer hier. Boah, fuck, das war's. Drück! Oh, ich hab doch gedrückt! Jetzt muss ich das Scheißding auch noch nachladen. Wow. Ah. Oh. Wart nach. Das war's. Keine Munition mehr. Scheiße. Ich drück hier nochmal drauf. Ich drück hier nochmal drauf. Und ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber wir haben Zeit. Ey, mich zieht's hier weg. Den Angriff überstehen. Ja, welchen Angriff? Aha. Wow. Fuck. Ja, ich habe gerade nur leichte Munitionsprobleme, Madame. Da. Oh, das war haarscharf. Die war perfekt gezündet. Mensch, Barry, du könntest mir echt auch helfen. Ich sehe die Dinger einfach nicht. Jawohl. Scheiße. Jawohl. Wenn ich die von der Ferne her schon krieg, wäre es perfekt. Ich habe keine Zeit zum Nachladen. Okay, jetzt habe ich Zeit zum Nachladen. Ja. Die Lichter halten einfach nicht lange. Ja, bist du fertig? Gut. Wake, machen Sie dem ein Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Ich hoffe, Sie wissen, wie man das macht, Wake. Ich schätze, ihr New Yorker seid solche brenzligen Situationen gewöhnt. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong, mutierte Alligatoren. Und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war
früher mein Korb da. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein. Nur das übliche Böse. Quasi wie in ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar. Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Oh. Das fängt da gut an. Ja, ich kümmere mich schon um alles. Oh nee, habe ich jetzt so eine kleine Kacktaschenlampe oder was? Na toll. Ich habe nicht mal eine Pistole. Ach komm, alles wieder verloren. Das ist manchmal echt ein bisschen nervig, dass man hier echt nichts behält. Die machen wir noch platt. Jawohl, wunderbar. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann einfach in der nächsten Folge. Bis gleich.